Während sie ein Teil der Herde bleiben, finden Antilopen Schutz in ihrer Anzahl. In einer größeren Gruppe ist es für ein Raubtier weitaus schwieriger, einzelne herauszusuchen. Eines der schnellsten Tiere der Welt zu sein, hat seine Vorteile. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km pro Stunde bringt der Jäger seine Beute zur Strecke. Außerhalb der Gruppe befindet sich die Antilope alleine und ist dem Raubtier hilflos ausgeliefert. Leben ist besser, sicherer und macht mehr Spaß in der Gesellschaft anderer. Finde deine richtige Herde im icf-swb.de/smallgroup. Dort kannst du Kleingruppen suchen anhand Ort, Zeit, Tag und Interessen. Denn gleich und gleich gesellt sich gern. Pack die Gelegenheit an den Hörnern und melde dich noch heute für deine Smallgroup an. Also, wenn du noch nicht bei einer Small Group angemeldet bist, dann komm nach dieser Celebration zu mir und wir finden eine für dich, okay? Nein, so schön, dass du da bist heute Morgen. Wer ist heute zum ersten Mal da? Gibt's Leute? Kommt, geh mal denen mal einen fetten Applaus. Willkommen! Und noch eine Frage. Wer hat noch nicht verstanden, was My Church ist? Auch mal heben. Alle haben es verstanden. Super, okay, dann sehe ich euch alle nächste Woche bei My Church. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute unseren Small Group Sunday haben. Ja? Und warum machen wir extra einen Sonntag nur für den Bereich Small Groups? Wisst ihr, uns als Kirche, wir haben so ein Ziel zusammen definiert. Ich weiß nicht, wer schon länger hier im ICF ist und vielleicht dieses Ziel mit mir gemeinsam sagen kann. Unser Ziel als Kirche ist es, Mensch, wie geht's weiter? Dass Jesus Christus ähnlicher zu werden, furchtlos zu leben und unser Umfeld positiv zu verändern. Okay, also ihr, die jetzt zum ersten Mal da seid, ihr merkt, es ist noch nicht so richtig in uns drin offensichtlich. Ja? Habt da noch ein bisschen Erbarmen mit uns. Also unser Ziel ist es, wir wollen Jesus ähnlicher werden, wir wollen furchtlos leben und damit unser Umfeld positiv verändern. Ja? Die Frage ist aber, wie werden wir denn Jesus ähnlicher? Wie schaffen wir es, so zu werden, wie er war? Und wisst ihr, wir Deutschen, wir lieben es, Wissen uns anzueignen, oder? Gehen wir doch jetzt mal in eine Vorlesung und hören, wie werde ich Jesus ähnlicher? Ja? Oder ich komme jeden Sonntag hier und höre mir eine Predigt an und dann werde ich schon irgendwann Jesus ähnlicher. Aber ist das wirklich das Ziel? Gott hat ein ganz anderes Ziel. Er hat gesagt, das sehen wir an Jesu Leben, nimm dir ein paar Leute und verbring Zeit mit denen und dann wirst du so wie sie. Ich merke das, ich bin jetzt seit 23 Jahren verheiratet mit so einem gut aussehenden Italiener und ohne dass ich es wirklich will, werde ich ihm immer ähnlicher. Ja, also ich bin auf einmal auch sehr spontan, kann mit Leuten Smalltalk halten. Früher war ich so eine graue Maus. Ja, ich bin ihm irgendwie ähnlicher geworden, einfach weil ich viel Zeit mit ihm verbringe. Und genau so wünscht sich das Jesus auch. Er hat uns zu Gemeinschaft berufen. Er hat uns für Beziehung gemacht. Und du bist die Person, die du heute hier bist, aufgrund von Beziehungen. Beziehung zwischen deinen Eltern. Das, was du in deinem Leben erlebt hast, wir haben von Bethania gehört, sie war in Get Free. Egal, was du in deinem Leben erlebt hast, es ist immer im Kontext von Beziehungen gekommen. Vielleicht hattest du Geschwister, die dich gehänselt haben. Dann hast du ein bestimmtes Standing irgendwann in deinem Leben. Vielleicht wurdest du nicht angenommen. Alles ist im Kontext von Beziehungen zu sehen. Das heißt, Lebensveränderung geschieht im Kontext von Beziehungen. Und die Frage ist, welche Beziehung lebst du? Denn dann entscheidet sich, ob dein Leben sich positiv verändert oder eben auch nicht. Die Frage ist, deswegen ist es auch nicht egal, mit wem du abhängst. Ich sage immer, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du in 5 Jahren bist. Ja, also es ist nicht egal, mit wem du zusammen Gemeinschaft hast, sondern Beziehung verändert dich, Beziehung verändert dein Leben. Und ich zeige euch mal, wie wir im ICF Beziehungen leben wollen. Wir haben hier so ein Fadenkreuz dabei, vielleicht können wir das mal kurz einblenden. Und zwar sehen wir oben Input und unten Output. Was ihr heute hier erlebt, ist Input. Ich hoffe, ihr habt eure Handys gezückt, wie der David uns schon gesagt hat, weil es ist lebensrelevant, was ihr hier hört, ja? Input. So, aber wisst ihr, was ich manchmal das Gefühl habe, wir Deutschen, wir sind wie so, darf ich ehrlich sein, wie so fette Gänse,
die gemästet wurden jahrelang und immer hören, hören, hören. Und wir haben ganz wenig Output oft. Das, was du hier hörst an Input, das soll durch dein Leben, was haben wir gesagt, unser Umfeld positiv verändern. Das heißt, dieser Input, den du erlebst, der soll durch dein Leben fließen und Output bringen. Dann haben wir noch Small und Big. Heute, wenn du dich umschaust, ist es nicht so ganz small hier, oder? Also für die, die kein Englisch können, klein. Dann gibt's Big. Das ist groß. Das heißt, unsere Celebrations, der Ort, wo wir uns treffen, ist big, ist der große Ort, sind die Celebrations. Aber ganz wichtig auch hier, du wirst hier, kannst du reinkommen und kannst ganz anonym wieder nach Hause gehen und hast mit niemand gesprochen. Deswegen gibt's bei uns das Small. Da geht's ans Eingemachte. Da Eisen schleift Eisen. Ja, da wird was abgeschliffen von dir. Da wirst du verändert durch Beziehung, habe ich vorhin gesagt, veränderst du dein Leben, wird dein Leben verändert. Und wir haben vor letztes Semester haben wir eine Umfrage hier mit euch gemacht und ich möchte euch mal die Umfrageergebnisse zeigen, warum du noch nicht in einer Small Group bist. Das haben Leute angegeben. Erstens, ganz große Prozentzahl, also das Helle, dieses Grün, was auch immer, das ist Freiburg und das große Rötlichere ist Multisite. Also wir sind heute Freiburg. Das heißt, 28,6% der Leute haben angegeben, es passt zeitlich nicht. Oder dann 9,2%, mich spricht keine an. Dann, was weiter hinten auch kommt, ICF ist noch nicht meine Kirche, 26,5%. Oder 6%, ich wusste nicht, dass es Small Groups gibt. Ich hoffe, du bist heute hier, weil jetzt weißt du es, okay? Keine Ausrede mehr. Und wisst ihr, ich bin manchmal ein bisschen picky, bisschen fies. Weil was ich dir heute sage ist, wenn du hier sagst, es passt zeitlich nicht, dann sage ich dir, dann ist dir was anderes wichtiger. Ist es so? Wenn ich jemand absage, dann liegt es daran, dass in dem Moment mir was anderes wichtiger ist. Es kann ja sein, dass du Mutter bist von 5 Kindern und du sagst, meine Kinder sind mir wichtiger, deswegen kann ich abends nicht raus. Voll verständlich. Ja, oder du bist im Tennisprofi und bist im Tennisclub und sagst, nee, also hier Tennisprofi, ich kann das nicht sausen lassen. Ja? Aber die Frage ist, wo setzen wir unsere Prioritäten? Was ist das, was uns wirklich wichtig ist? Und das wird immer sichtbar auch an deinem Terminkalender. Das heißt, wir wollen heute so ein bisschen reingehen, warum braucht es das Kleine? Warum brauchen wir eine Small Group? Und deswegen unsere Message, du brauchst andere, andere brauchen dich. Du brauchst andere, andere brauchen dich. Und wir haben im letzten Jahr den Hiroki hier bei uns als BFDler gehabt. Sein BFD ist jetzt leider zu Ende. Er fängt jetzt mit dem Studium an. Genau. Und er ist wirklich ein genialer Typ. Ich liebe so sein Herz für Menschen. Und immer, wenn ich mit ihm geredet habe, erzählt, ich habe mich mit dem getroffen. Und wow, in dem Leben von demjenigen ist so genial, was dort passiert. Und er ist ein genialer Small Group-Leiter. Wir haben es gerade vom David gehört. David ist so eine Frucht schon vom Hero hier vorne zu sehen. Deswegen, Hero, komm doch nach vorne. Nimm uns mit rein in das Thema. Du brauchst andere. Yes, danke euch, ich freue mich. Es ist auch voll die Ehre, hier sein zu dürfen und euch mein Herz einfach teilen zu können. Und auch voll die Ehre, dass Michi mir das zutraut heute. Und bevor ich starte, ich hatte am Mittwoch so ein Erlebnis oder so ein Satz gehört, der hat mich echt begleitet jetzt über die Woche und auch gerade für heute. Das war ein Zitat von David Rominger, der hat es nicht zu mir gesagt. Aber ich habe das echt als Motivation genommen für heute, für diesen Tag, für diese Predigt. Und zwar, ja, verkack's halt nicht. Und mit dieser Einstellung gehe ich jetzt hier rein und schauen wir mal, was wird. Ne? Genau. Eben, du brauchst andere, ist mein Teil heute. Und ich will heute so ein bisschen diese Lüge aufdecken. Ich kann meinen Glauben alleine leben, ich brauche keine anderen Leute. Und Glauben ist eigentlich ist meine Privatsache. Aber ich will mal ganz am Anfang anfangen. Und zwar 1. Mose 1. Ne? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist eine Geschichte, die mag ich besonders gern. Das ist eigentlich die Geschichte, die habe ich am öftesten gelesen. Einfach aus dem Grund, weil ich versucht habe, die Bibel von vorne bis hinten durchzulesen, ein paar Mal schon und immer bei 1. Mose 1 gescheitert bin. Darum kenne ich die ganz gut. Und
wenn man sich diese Geschichte so durchliest, dann fällt ein Satz immer wieder auf. Und zwar schafft Gott eigentlich, also immer irgendeine Sache, zum Beispiel Himmel und Erde oder Licht und Dunkelheit oder Tiere oder was auch immer, alles, was wir so kennen. Und dann steht immer ein Satz oder fast immer ein Satz hinten dran, nachdem er eine Sache erschaffen hat. Und zwar, und Gott sah, dass es gut war. Das heißt, er erschafft Tiere und Gott sah, dass es gut war. Und als Krönung der Schöpfung, als letztes, schaffte er die Menschen. Und er schaut sich alles an und auf einmal ist es sehr gut. Hm, schön, oder? Nicht so aggressiv wie die Michi heute. Genau, gehen wir mal ein Kapitel weiter. Heute machen wir ein bisschen Bible Study, ne? 1. Mose 2. Da sehen wir, wie der Mensch noch ein bisschen detaillierter geschaffen wurde. Da ist die Geschichte, die kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Gott nimmt Lehm und formt daraus Adam und nachher nimmt er die Rippe und daraus formt er Eva. Und jetzt kommt vielleicht ein Satz, den haben eventuell einige schon erwartet, oder ein Vers. Und zwar steht in 1. Mose 2, 18. Das ist, nachdem Gott Adam erschaffen hat. Und zwar steht da, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und zwar, wenn wir jetzt uns das Ganze nochmal anschauen, also die ganze Schöpfungsgeschichte, Gott schafft irgendwas, es ist gut, 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 gut. Er schafft die Menschen, die sind aber nicht gut alleine, aber in Gemeinschaft ist es auf einmal sehr gut. Und dieser Satz, dieser Vers ist oft für in den Ehekontext gerückt und ist auch voll legitim. Also wenn das euer Trauvers ist, dann müsst ihr jetzt keine Angst haben. Aber dieser Vers kann genauso gut auch für Gemeinschaft zwischen Geschwistern im Glauben benutzt werden. Und ich will euch da einfach ein bisschen mit reinnehmen. Und ich habe mich gefragt, warum sagt Gott das? Warum sagt Gott überhaupt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei? Also ich bin so ein bisschen so ein bildlicher Mensch, das heißt, ich habe mich so reinversetzt. Ich bin jetzt Adam und ich laufe so durch den Garten Eden und eigentlich ist alles perfekt, gell? Also es ist nie zu heiß, es ist nie zu kalt, das Wetter ist perfekt. Es sind überall Früchte, ey, oh, alles so lecker. Den lieber nicht, den. Und als Top of the Top läuft noch Gott mit mir durch diesen Garten rum. Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der Fülle ist, der Vollkommenheit ist, der mich nicht nur liebt, sondern Liebe ist, läuft mit mir da einfach, spaziert mit mir durch den Garten. Und trotzdem sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und jetzt könnte man zur Fehlschlussfolgerung kommen und sagen, okay, dann war ja Gott nicht genug. Aber eigentlich ist es vielmehr so, dass Gott uns einfach geschaffen hat, so dass wir Menschen brauchen. Er hat uns geschaffen in Abhängigkeit von anderen Menschen und in Gemeinschaft von anderen Menschen. Und ich fand, das hat man ganz gut gesehen letztes Jahr. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Da gab es so einen Hype um eine Serie, die hieß Seven vs. Wild. Da waren so, da haben wir auch, glaube ich, ein Bild von. Genau, da waren halt so 7 Typen, die mit 7 Gegenständen 7 Tage in die Wildnis gegangen sind. Das heißt, es war auch eine sehr christliche Serie, weil 777. Und der Plot-Twist daran war, die wurden alle an unterschiedlichen Orten ausgesetzt. Das heißt, die haben 7 Tage halt keinen anderen Menschen gesehen. Und bevor ich das geguckt habe, habe ich gedacht, so Essen wird voll stressig irgendwie. Und wenn man Wasser trinkt, dann, also Durchfall ist jetzt auch nicht so geil. Und irgendwie ein Zelt und wenn es dann regnet und Tiere und alles. Und als sie dann da waren, als es dann angefangen hat, okay, dann haben sie halt Wasser abgekocht. So ein Zelt haben die irgendwie auch easy gebaut, keine Ahnung wie. Und irgendwie Beeren oder Fische oder irgendwas haben sie dann gegessen. Also die kleinen Bären. Und das, was jeden Einzelnen richtig fertig gemacht hat, war die Isolation. War das, dass das einzige Gegenüber war, diese Kamera, mit der sie gesprochen haben und sonst einfach keine Menschenseele da war. Und da fand ich gesehen, dass wir so für Gemeinschaft geschaffen sind. Wir sind nicht dafür gemacht, alleine durchs Leben zu gehen. Und genau so kann man das auch auf den Glauben übertragen. Jetzt könnt ihr euch vielleicht denken, okay, warum habe ich jetzt am Anfang diese riesenlange Geschichte mit der Schöpfung erzählt? Und ich erzähle euch, das findet man ein richtig krass cooles Prinzip. Und zwar, wenn ich jetzt mein Leben oder vielleicht ihr euer Leben anguckt, dann könnte ich sagen, es ist gut, dass ihr Bibel lest, es ist gut, dass ihr betet, es ist gut, dass ihr fastet vielleicht, es ist gut, dass ihr in Gottesdienst kommt, aber es ist nicht gut, dass ihr es alleine macht. Wenn ihr es aber in Gemeinschaft tragt, dann wird es auf einmal sehr gut. Und dieses Prinzip
durchbricht einfach diese Lüge, ich kann meinen Glauben alleine leben. Genau, nicht mal Adam konnte irgendwie alleine, obwohl er Gott in manifester Gestalt da hatte, allein seinen Glauben leben. Und ich finde, das sieht man auch ganz gut noch an einer anderen Stelle, und zwar in Prediger 4, 9 bis 12. Genau. Da steht, zwei haben es besser als einer allein. Zusammen erhalten sie mehr Lohn für ihre Mühen. Wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der alleine ist und fällt. Und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Es können sich zwei, die in einer kalten Nacht unter einer Decke liegen, aneinander wärmen. Doch wie kann einer, der alleine liegt, warm werden? Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen werden. Zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. Und ein dreifaches Seil kann kaum zerreißen. Und die Stelle, ich finde die so krass, die könnte ich eigentlich, hätte ich die hin beamern können und es hätte wahrscheinlich schon gereicht. Und man kann das jedem Vers, also zusammen kämpfen, hinfallen, aufstehen, zusammen arbeiten, dafür mehr Lohn bekommen, könnte man eine eigene Predigt gefühlt schon draus machen. Aber ich will heute einen Vers ein bisschen genauer anschauen. Und zwar der vielleicht erstmal am verwirrendsten scheint, und zwar der Vers 11, wo es steht, die andere? Es können sich zwei, die in einer kalten Nacht unter einer Decke liegen, aneinander wärmen, doch wie kann einer, der allein liegt, warm werden? Und ich bin ganz ehrlich, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich es nicht gecheckt. Aber wir haben ja die ganze Bibel als Gesamtheit und ich habe mir noch einen anderen Vers zur Unterstützung geholt, und zwar in Offenbarung 3, 15 bis 16. Da steht, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Sehr schön, alte Übersetzung. Und da, wenn man den Kontext einmal abzureißen, spricht Gott zu einer Gemeinde und sagt, ihr seid nicht heiß oder kalt, sondern ihr seid lau. Und was das bedeutet, ist einfach, diese kalte Seite ist, ich sag von Anfang an, ich will nichts mit Gott zu tun haben, ich glaube nicht an den oder wie auch immer und ich gehe meinen eigenen Weg. Die heiße Seite ist, ich gebe mein ganzes Leben Gott hin, ich trachte in allem, was ich tue, zuerst nach dem Reich Gottes und alles, mein ganzes Leben soll Gott ehren. Und Gott kritisiert hier nicht diese beiden Seiten, sondern er kritisiert diese laue Seite, diese in der Mitte stehen. Dieses, ja, ich nehme Gott an für mein Leben, aber eigentlich will ich meinen eigenen Weg gehen. Jesus ist mehr so ein Add-on zu meinem Leben. Es ist eigentlich eine Ehre für Jesus, dass er in meinem Leben teilhaben darf. Aber also eine Steuer behalte ich halt. Ich gehe meinen Weg. Und ich finde es so krass, weil Gott sagt, lieber sagst von Anfang an gleich, nee, will ich nicht, als dass du so machst, als würdest du es wollen und dann doch nicht. Und für den einen oder anderen könnte es jetzt vielleicht so einen Druck aufbauen, so, ah, oh nein, da muss ich ja heiß sein und ah, Hilfe. Und das, glaube ich, soll die Stelle gar nicht heißen, sondern es soll einfach uns immer wieder bewusst machen, wo stehen wir. Sind wir vielleicht auf diese laue Seite gerückt, dann müssen wir halt zurück einfach und ihm erneut unser ganzes Leben hingeben. Und wenn ich das so lese, motiviert es mich so sehr, ich will so sehr brennen für Jesus, ich will so sehr heiß sein für Jesus und ihm mein ganzes Leben hingeben. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich da hin? Und jetzt komme ich zum Vers zurück, den wir gerade eben gelesen haben in Prediger. Es können sich zwei, die in einer kalten Nacht unter einer Decke liegen, aneinander wärmen. Doch wie kann einer, der alleine liegt, warm werden? Wenn du alleine in deinem Bett liegst, alleine unter deiner Decke bist, dann kannst du nicht heiß bleiben für Jesus. Du kannst nicht warm werden für Jesus. Du brauchst andere, die du mit unter deine Decke nimmst, um für Jesus zu brennen. Und darum ist mein nächster Punkt, nimm andere unter deine Decke. Sehr, aus dem Kontext reicht vielleicht ein bisschen komisch, aber ihr checkt schon. Und wie gesagt, ich bin so ein sehr bildlicher Mensch. Das heißt, wenn ich ins Bett gehe, gehe ich prinzipiell nicht so, sondern Schuhe aus und prinzipiell ein Boxershort und T-Shirt. Und das sind Infos, die ihr gar nicht wissen wolltet, aber jetzt trotzdem habt. Und es ist eine Situation, wo man sehr geschützt ist unter der Decke. Ich weiß nicht, wer es kennt als Kind. Man versteckt sich unter der Decke und dann kann einem niemand was anhaben. Wenn der Fuß rausguckt, der kann irgendwie abgebissen werden, aber wenn der drunter ist, dann bin ich sicher. Und in diesem Raum, in diesem geschützten Raum, den man von außen nicht betreten kann, müssen wir Leute mit reinnehmen. Und ich will das ganz praktisch mal ein Beispiel aus meiner Small Group
sagen, oder genau. Und zwar hatten wir einen Abend, da hatte Markus, mit dem ich die Small Group Light Input gemacht, und wir haben Jesus als Lamm Gottes angenommen und geschlachtet für unsere Sünden. Wir haben, oder als ich dran war, habe ich bekannt, ey, ich habe das falsch gemacht, ey, ich habe da verkackt, das, in der Sünde stecke ich, in dem. Und die anderen haben mir Vergebung zugesprochen, mir geholfen, meine Hand auf Jesus zu legen, und wir haben ihn zusammen geschlachtet und die Vergebung von Gott angenommen. Und diese innige Vergebung, die ich da gespürt habe und die, glaube ich, in diesem ganzen Raum war von allen, die hätte man, glaube ich, nie erreicht, wenn ich allein vor Gott gekommen wäre. Ich weiß nicht, da schleichen sich manchmal so Gedanken ein wie, ah, das war jetzt doch eins zu viel, jetzt ist Gott, ich weiß, in meinem Kopf weiß ich, er kann mir vergeben, aber im Herzen spüre ich es irgendwie nicht. Und das war so eine tiefe, innige Vergebenheit, die ich da erleben durfte. Und das ist alles nur möglich gewesen, weil ich Leute unter meine Decke genommen habe. Weil ich Leute mitgenommen habe in das, was mir eigentlich unangenehm ist. Indem ich die Leute, die ja auch Christen sind, die ja auch Jesus in sich haben und Licht in der Welt sind, in meine dunklen Orte gelassen habe, da wo ich selbst für mich kein Licht sein konnte, konnten sie für mich Licht sein und meine dunklen Orte erhellen. Und darum sage ich nochmal, es ist echt diese Lüge, ich kann meinen Glauben alleine leben. Und wenn ich jetzt, für mich ist es so ein Herzensthema, weil ich das jahrelang selbst so gelebt habe. Ich hätte es niemals so gesagt. Also ich hätte nicht gesagt, dass ich meinen Glauben alleine lebe, weil ich hatte ein paar Freunde, die waren auch christlich, aber mit denen habe ich halt nie so irgendwie tiefgründiger geredet. Und darum habe ich vorhin auch gesagt, du kannst in den Gottesdienst kommen, aber du kannst deinen Glauben trotzdem alleine leben. Es ist nicht in Gemeinschaft Glauben leben, wenn du sagst, mit dem Welcomer sprichst und kurz, ah, hi, wie geht's dir? Ja, gut, und dir? Gut, ja, ciao. So, also das ist nicht in Gemeinschaft Glauben leben. Du musst diese intime Beziehung unter der Decke bekommen mit Leuten. Genau. Und darum ermutige ich dich einfach nochmal. Heute ist ja Small Group Sunday und nachher stehen da auch ein paar Small Group Leiter am Rand. Ich werde auch da stehen mit Markus zusammen. Und wenn ihr euch spürt, das liegt auf eurem Herzen, irgendwie hat er recht, vielleicht lebe ich es doch alleine, dann kommt einfach hin, traut euch und sprecht uns an. Wir freuen uns. Yes. Danke, Hiro. Das zeigt so gut, dass wir wirklich andere brauchen, oder? Und genauso brauchen aber auch andere dich. Und wisst ihr, ich sehe das so bei Jesus, der hat 30 Jahre Ausbildung gehabt als Zimmermann. Und dann kam endlich der Tag, wo er loslegen sollte. Und was war dann sein Auftrag? Irgendwelche 12 ungehobelten Kerle zu nehmen und die zu bejüngern. Jünger ist ja so ein komisches Wort, einfach mit denen Zeit zu verbringen, mit denen unterwegs zu sein. Das war sein Auftrag. Und damit hat er die ganze Welt revolutioniert. Damit hat er die Welt auf den Kopf gestellt. Das Denken, was damals herrschte, völlig auseinandergenommen. Das heißt, Jesus, dieses sein Investment in dieses Kleine, in diese 12 Männer, hat den größten Output gebracht. Hat das dazu geführt, dass wir heute, 2000 Jahre später, hier immer noch mit diesem Jesus unterwegs sind, für ihn unterwegs sind, hat diese Invest von ihm. Und wisst ihr, es ist so, dass wir so oft, wir haben vorhin gehört, mir passt zeitlich nicht rein. Und ich weiß, wir haben einen vollen Terminkalender. Wir haben eh schon so viele Termine. Und wisst ihr, genauso ging es Jesus aber auch. Der war echt busy. Der ist den ganzen Tag unterwegs gewesen und war super erschöpft. Und ich erzähle euch mal eine Geschichte, die steht in Markus 6. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, kommt Leute, jetzt ziehen wir uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen. So geht es mir übrigens auch öfter mal. So fuhren sie mit dem Boot an einen ruhigen Ort. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren. Und ich liebe das an Jesus. Er hatte Mitleid mit ihnen. Er war ergriffen vor Liebe für diese Menschen. Mitleid bedeutet auch, er war innerlich bewegt. Es ließ ihn nicht kalt.
Und ich wünsche mir so, dass wir Menschen sind nach dem Herzen Gottes, nach dem Herzen Jesu, das uns nicht egal lässt, ob Leute gerade durch herausfordernde Zeiten gehen, sondern dass wir von diesem Mitleid ergriffen werden, von den Leuten, mit denen wir unterwegs sind. Dass wenn du in deinem Team, vielleicht bist du Teil von einem Team, Teil von einer Small Group und es geht jemand nicht gut, dass es dich nicht kalt lässt, sondern dass wir dieses Mitgefühl, wie Jesus es hat, haben und den anderen zu dienen, auch wenn wir vielleicht selber erschöpft sind. So wie Jesus, und wir sehen so viele Geschichten, wo Jesus völlig fertig war. Er sitzt an diesem Brunnen und dann kommt diese Frau, vielleicht kennt ihr die Geschichte, ja, die Frau am Jakobsbrunnen, und er dient ihr. Und indem er ihr dient, wird er erfrischt. Ich habe das so oft erlebt, dass da, wo ich mir dieses Mitgefühl für Menschen von Jesus schenken lasse, dass ich jedes Mal erfrischt aus diesen Gesprächen rausgehe. Dass ich vielleicht völlig müde, gehe ich noch in meine Small Group, aber ich gehe erfrischt raus, weil ich konnte Leuten dienen. Ich habe einen Unterschied mit dem, was ich in diese Small Group reingebracht habe, habe ich einen Unterschied in dem Leben des anderen gemacht. Und das ermutigt mich, das lässt mich so richtig Kraft bekommen. Es gibt eine andere Bibelstelle, wo Jesus genau auch über dieses Mitleid spricht, das ist Matthäus 9. Jesus zog durch die Städte und Dörfer der Umgebung. Er lehrte in den Synagogen und verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes. Und überall, wo er hinkam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Ist der Jesu Mitgefühl für diese Menschen ließ ihn handeln. Das hat ihn angetrieben. Ihm war es nicht egal, dass sie ohne Hirten sind, dass sie voller Sorgen waren, dass sie Leiden, Krankheiten hatten. Sie wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Und ich sehe da draußen eine Gesellschaft, wo die Leute nicht wissen, wen sie um Hilfe bitten können. Ich sehe Menschen, die sind einsam. Wusstet ihr, dass es inzwischen mehr alleinstehende Haushalte gibt als Familienhaushalte? Das ist in unserer Gesellschaft dieser Individualismus. Das ist ein Zeitgeist, in dem wir sind. Aber das ist so konträr zu dem, was Gott uns vorlebt. Da ging es immer ums Kollektiv. Wir lieben einander. Wir sind füreinander da. Wir sind miteinander unterwegs. An der Liebe zueinander sollen sie erkennen, dass ihr zu mir gehört. Hey, es geht nicht um mich. Es geht darum, dass da Menschen sind, die Jesu Liebe brauchen, die einen Hirten brauchen, der für sie da ist. Und wisst ihr, das kostet dich deinen freien Abend. Wir hatten neulich unseren 23. Hochzeitstag und wir waren unterwegs und dann klingelt das Telefon und einer von unseren Kerle war dran. Stefan, ich habe Mist gebraucht. Baut, ich brauche dich. Es war für uns keine Frage, sondern es war aus unserem Herzen, ist so eine Liebe für diesen jungen Mann, wo wir gesagt haben, hey, natürlich gehen wir mit dir durch diese Scheiße. Wir helfen dir, wir ziehen dich da raus. Wisst ihr, ich wünsche mir, dass es uns nicht kalt lässt, wenn Leute durch Herausforderungen gehen, in deiner Small Group, dass es dich nicht kalt lässt und sagst, ach, soll mein Small Group-Leiter machen. Ach, heute bin ich mal dran. Was lesen wir? Das wichtigste Gebot ist, dass Jesus zu uns sagt, lieb den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist die Reihenfolge. Gott, dein Nächster, dich selbst. Und wir verwechseln es oft und fangen an uns, dass es mir gut geht. Was bringt mir die Small Group? Was bringt es mir, wenn ich jetzt heute Abend da noch hingehe? Was bringt es mir, dass ich mir Zeit nehme und eine Small Group leite? Aber das ist nicht das Herz, das Jesus hatte. Sondern sein Herz ist so voller Mitgefühl für diese Menschen. Und ich wünsche mir, dass Gott unsere Herzen zerbrechen darf, wie Jesus' Herz zerbrochen war, als er diese Menschen gesehen hat. Dass dein Herz zerbrochen ist von den Menschen, die vielleicht in deiner Umgebung leben, die vielleicht Jesus auch kennen und trotzdem noch in Situationen sind, wo sie jemanden brauchen, einen Hirten brauchen, der sie rauszieht. Wisst ihr, in der Small Group geht es nicht darum, dass wir einen tollen Input haben, dass wir geistlich reif werden, dass der Small Group-Leiter sich schöne Bibelstudy überlegt hat, dass dir irgendwie wieder ein Programm, wieder ein Input geliefert wird. In der Small Group geht es darum, dass wir einander lieben, dass wir füreinander da sind, dass wir miteinander die Lasten tragen.
Dass da, wo jemand umzieht, eine Alleinstehende, wo ist die Small Group, die ihr beim Umzug hilft? Wo ist die Familie von unseren ganzen Singles? Das bist du. Wir haben Leute, die haben keine Familie. Klar, ich habe eine Riesenfamilie. Ich weiß manchmal gar nicht, wie soll ich mit denen allen klarkommen. Ich habe 5 Geschwister. Mein Mann hat 3 Geschwister. Ich habe 17 Nichten und Neffen. Ja, also ich habe Riesenfamilie. Aber mir geht es darum, demjenigen zu helfen, der keine Familie hat. Lass uns doch eine Kirche sein, die füreinander da ist, die einander die Lasten tragen hilft, die das Mitgefühl für den Einzelnen hat. Und wisst ihr, Heidi Baker hat gesagt, Love looks like something. Liebe sieht immer nach etwas aus. Wenn du liebst, dann wird es immer sichtbar. Und ich liebe diese Bibelstelle, wo Petrus Jesus 3-mal verleugnet hat. Und er hat so richtig versemmelt. Er hat alles falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte. Und Martin hat erst vor 2 Wochen darüber gesprochen, dass Jesus dann gesagt hat, so, jetzt lass uns erstmal Frühstück nehmen. Diese Situation, wo er da sitzt, grillt für seine Jünger Fische. Und sie kommen an Land und sie essen zusammen. Und ich kann mir den Petrus vorstellen, dass er schon so ein richtig schlechtes Gewissen hatte. Und was sagt Jesus zu ihm? Lass uns mal in die Stelle reingehen. Lesen wir in Johannes 21. Jesus fragt nach der Liebe, steht hier in meiner Bibel. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und dieses liebst du mich bedeutet hier Agape, komme ich gleich noch drauf. Liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb, in Klammer Philio habe. Jesus sagte dann, weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum 3. Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Das heißt, Jesus fragt Petrus hier, hast du mich lieb? Liebst du mich? Und dann ist seine Antwort, ja, dann weide meine Schafe. Wenn du mich liebst, dann hüte meine Schafe. Wenn du mich liebst, dann weide meine Schafe. Für mich ist es, du kannst genauso sagen, wenn du Jesus liebst, dann weidest du seine Schafe. Das ist das, was Jesus hier macht mit Petrus. Und wir kommen zurück, Petrus hatte ja wirklich Mist gebaut, er hat ihn verleugnet und er war so ein feuriger Christ, der gesagt hat, Jesus, für dich mache ich alles, alles. Und Jesus fragt ihn hier, liebst du mich? Agape, das erste Mal. Und wisst ihr, Agape-Liebe bedeutet diese umfassende Liebe. Jesus ist wirklich alles für dich. Diese Liebe, die nur Gott aus dir heraus produzieren kann, das ist diese Agape-Liebe. Und wisst ihr, Petrus hat hier eine Lektion gelernt, er sagt, Jesus, diese Agape-Liebe habe ich irgendwie noch nicht. Aber was ich dir geben kann, ist Philio, diese brüderliche Liebe. Und er antwortet, ja, ich liebe dich. Ich liebe dich, ich habe dich lieb. Und dann sagt Jesus wieder, hey Agape, liebst du mich? Das ist eigentlich das, wozu du gemacht bist. Und Petrus sagt, ja, okay, Philio, das weiß ich, das habe ich schon. Agape, da muss ich noch hinwachsen. Aber die Philio-Liebe, die gebe ich dir. Das, was ich habe. Und dann, was macht Jesus beim letzten Mal? Er sagt, hey, okay, Philio, liebst du mich? Hast du mich lieb? Er geht auf das ein, was Petrus ihm geben kann. Er sagt, das reicht mir. Wenn du mir diese Philio-Liebe geben kannst, das reicht mir, dass du sagst, hey, ich liebe dich brüderlich. Auch wenn du noch nicht da bist, wo du sein solltest mit deiner Liebe. Hey, das, was du mir geben kannst heute schon, das reicht mir, weil ich bin Gott und ich werde dir helfen. Das heißt für mich, es ist mir völlig egal, ob du schon diese allumfassende Liebe hast, ob du schon am Ziel bist. Das, was du hast, das reicht mir. Weide meine Schafe. Und er gibt ihnen das, wofür Jesus sich opfern ließ. Er sagt, das ist mir das Wichtigste, die Menschen. Wusstest du, dass Jesus die Menschen, die um dich rum sind, deine Arbeitskollegen, deine Small Group Leiter, deine Mitglieder in der Team Group, dass er sie über alles liebt? Dass er sein Leben für sie geopfert hat? Und ich wünsche mir so, dass wir lernen, einander zu lieben. Und dieser Petrus, der hat auch gemerkt, ich kann es eigentlich noch nicht. Und vielleicht geht es dir oft so, dass du sagst, ich kann doch noch keine Small Group leiten, ich bin doch noch nicht so weit.
ich habe noch nicht auf alles eine Antwort. Mein 9-jähriger Sohn hat mich die Woche gefragt, Mama, wieso haben die Autos da bei dem Top-Ass-Kartenspiel keine 9 Zylinder? Ich so, puh, gibt es überhaupt Autos mit 9 Zylinder? Ich weiß es nicht, ich muss mal googeln. Bin ich deswegen eine schlechte Mama, weil ich nicht jede Antwort weiß? Was ist mein Ding als Mutter, ihn zu lieben? Was ist dein Part? Liebst du Jesus? Dann weide die Schafe, dann sei für sie da. Dann nimm dir Zeit für den Einzelnen, wie es Jesus gemacht hat. Vielleicht kennt ihr dieses Lied, gewagte Liebe. Er lässt 99 Schafe stehen, um dem einen nachzuholen. Und oft singen wir das so für uns selber. Ja, es geht um mich, er ist mir hinterhergerannt. Ja, aber es geht auch um deinen Nachbarn. Es geht auch um den, den du nicht so magst. Auch für den gilt es. Wenn du Jesus liebst, dann weide seine Schafe. Da, wo du bist, da hat Gott dich hingestellt, damit du Menschen jüngerst, damit du mit Menschen Zeit verbringst, dass sie durch dich Jesus ähnlicher werden, weil du dich in sie investierst. Und was es ganz oft einfach nur braucht, ist, dass wir sie gesund lieben. Ich sage das so oft, Leute, komm her. Und ich habe vorhin gesagt, Beziehungen führen auch dazu, dass viel kaputt gemacht wurde, dass Herzen verletzt wurden durch Beziehungen. Und oft ist es einfach unser Ding, zu sagen, ich nehme dich in den Arm, ich liebe dich gesund. Ich kann dir nicht viel geben, aber das, was ich habe, die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in mein Herz, die möchte ich dir geben. Und mach doch mal kurz deine Augen zu und überleg dir mal, wer sind die Menschen, die du lieben darfst, die du lieben sollst? Jesus, und wir wünschen uns dieses Mitgefühl für den Einzelnen, das du hast. Dass wir merken, wenn wir in die Small Group gehen, dann machen wir auch einen Unterschied. Dass es uns nicht kalt lässt, wie es unserem Schwester, unserem Bruder geht, sondern dass wir dieses tiefe Mitgefühl haben füreinander. Dass wir miteinander die Lasten tragen. Dass du uns auch zeigst, wo die Orte sind, wo wir in Beziehung leben sollen. Da, wo wir vielleicht auch unsere Prioritäten bisher anders gelegt haben, zeig du uns, wer sind diese 12? Wer sind die Leute, in die wir uns investieren sollen? Wer ist die Gruppe von Menschen? Wer ist vielleicht dieser eine? Wer ist diese eine Person, für die du da bist? Heiliger Geist, und ich bete, dass du jetzt Personen highlightest, dass du so einen Hunger in unsere Herzen legst, dass wir wirklich dieses Mitgefühl füreinander haben. Dass es uns nicht kalt lässt, wie es anderen geht, sondern dass wir wie du sehen, sind wirklich Menschen ohne Hirten. Und wenn du magst, darfst du gern mit mir aufstehen und wir würden dich noch in 2 Steps reinführen. Wir sagen, hey, einmal dieses Du brauchst andere. Hiro wird einfach da nochmal für dich beten, dass du das siehst, wo du andere brauchst. Dass da, wo du dich vielleicht in Isolation gezogen hast, dass du heute zurückkommst und sagst, yes, ich will andere unter meine Decke gucken lassen. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Und dass du die Herzen weich gemacht hast für das, was wir jetzt gesagt haben. Ich danke dir, dass du jetzt anklopfst und das bewegst, wo es jetzt bewegt werden soll. Dass es jetzt in deiner Hand liegt. Und dass du jetzt den Menschen den Schubs gibst, den sie jetzt brauchen, um
den nächsten Schritt zu gehen. Den nächsten Schritt in eine Gemeinschaft, wo sie wirklich sein können, wie sie sind. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der das schon lebt. Und der das, ja, wo du den nächsten Schritt zeigst, wo vielleicht ein Schritt in Richtung Leiterschaft dran ist. Ein Schritt in Richtung, ich nehme jetzt meine Schafe zu mir. Und jetzt müssen alle Gedanken fliehen in deinem Namen, Jesus. Die sagen, du schaffst es nicht, du kannst es nicht, du bist zu klein, du weißt zu wenig. Jetzt kommt dein Liebe und dein Frieden da rein. Du sagst, du kannst es, du schaffst es, ich stehe hinter dir. Und mit mir hinter deinem Rücken kannst du jeden Goliath vor dir besiegen. Oh Jesus, und wir danken dir, dass deine Liebe in unsere Herzen ausgegossen wurde. Dass wir dieses Mitgefühl, das du für die Einzelnen hast, dass wir es in uns tragen. Und ich bete, dass es jetzt wieder richtig ans Licht kommt. Dass da, wo Egoismus Raum eingenommen hat, möchten wir umkehren, sagen, es tut uns leid, Jesus. Wo wir uns um uns selber gedreht haben, wo wir Hauptsache geguckt haben, dass es uns gut tut, dass uns der Gottesdienst was bringt, dass uns die Small Group was bringt, Herr. Wir kehren um, wir tun Buße und wir sagen, Herr, davon sagen wir uns los. Es geht nicht in erster Linie um uns, Jesus, sondern wir wollen dir ähnlicher werden, indem wir sagen, wir wollen den Nächsten lieben, wie uns selbst. Danke, Jesus, für diese Liebe, die da ist und die wir einander geben dürfen. Und dass wir lernen dürfen, andere zu lieben, so wie du sie liebst, Jesus. Danke, Jesus. Du bist unser guter Vater, Herr. Du bist in allem für uns. Du bist stolz auf uns. Und wir lieben dich. Wir lieben es, bei dir zu sein. Und diesen Vater beten wir jetzt an. Hey, so schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns doch gerne ein Like da, abonnier den Kanal und aktivier die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Hier findest du alle unsere Locations, wo wir sonntags Gottesdienste feiern, wo du dabei sein kannst. Hier findest du alle Zahlungsmöglichkeiten, wenn du uns finanziell unterstützen möchtest. PayPal oder andere Zahlungsmittel findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn du neu hier bist oder dein Leben Jesus gegeben hast, würden wir es lieben, davon zu erfahren. Tritt doch mit uns in Kontakt, füll das Kontaktformular aus und wir helfen dir in deinem nächsten Schritt. Wenn du schon länger dabei bist, dann würden wir es lieben, deine Story zu hören. Teile sie doch gerne mit uns und wir feiern es gemeinsam. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.